Nein, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu, beziehungsweise nicht zurück, sondern zu der ersten Folge von Shakes and Fidget. Der Server 35 ist gerade online gekommen. Was heißt gerade? Ich bin ein bisschen zu spät. Der ist um 16 Uhr online gegangen. Und ich habe ein bisschen Verspätung. Wir haben jetzt 23, wenn meine Uhr stimmt, 23:25, also 23 Uhr, also 25 nach 11. So, und ich habe jetzt ganz, ganz knapp Zeit, um noch bei der ersten Tag mitzumachen. Also mit Alu und so weiter und so fort. Und was will mir? Wir erstellen jetzt einen ganz kurzen Charakter. Und wir nehmen den Elfen und den Gnomen, den Zwergen, den Elfen, weil ich gerade Bock drauf habe. Also auf jeden Fall der Elf. Machen wir kurz Zufall. Was haben wir hier? Können wir ja auch später eigentlich ändern. Ist eigentlich ganz... Wir nehmen den. So. Bla bla bla. Namen müssen wir hier nicht eingeben, soweit ich weiß. Also ich habe früher, ganz ganz früher mal Shakes and Fidget gezockt, wo noch der Server 25 war. Und ich dachte mir, da fing so mal kurz an mit Server 35 und mach halt Videos dazu. So, wir nehmen den Magier, weil ich irgendwie Magier am geilsten finde. Ich habe keinen Bock auf Krieger, also der Magier. Auf jeden Fall. Magier? Soll ich wirklich Magier oder nicht? Magier, Krieger, Magier, Magier, Magier. Ja, ich habe Bock auf Magier. Wir nehmen den Magier. Krieger vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Magier oder den Krieger nehmen soll. Komm, wir nehmen Magier. Ja, wir nehmen Magier. Als Name machen wir natürlich den Seaboy TV. Seaboy TV. E-Mail. So Leute, ich mache erstmal kurz E-Mail und Kennwort, ne? Ne? Ich bin gleich wieder da. Weil ich muss noch überlegen, welche E-Mail ich... So, wir sind gerade drin. Ich habe gerade mein E-Mail und Passwort ausgewählt und so weiter und so fort. Und wir fangen, glaube ich, sofort an. Oder? Wir haben 15 Pilze. Und wir haben Gold... Ne, wir haben ja noch kein Gold, wenn wir am Freitag... Stimmt. Wir haben sofort ein paar schöne Tränke hier. Ich kaufe mir den sofort. Weil ich Bock drauf habe. Und Geschick, Glück, Ausdauer, Intelligenz. So, dann machen wir ein Video. Ja, machen wir gleich. Erstmal will ich auf jeden Fall aufladen, weil ich will mit ein bisschen Dings spielen, mit ein paar Pilzen. Ich weiß nicht, wie viel ich aufladen kann. Ich hab... Ja, wir nehmen... 5. Ja, nein, anrufen ist gerade scheiße. So, ich wurde gerade angerufen, tut mir leid. Wir nehmen das hier. So, ich bin gleich wieder da. Erstmal Geld aufladen. So, ich habe jetzt gerade noch in ungefähr 20 Sekunden aufgeladen, weil ich will natürlich nämlich keine Zeit verlieren. Und wir werden jetzt die Quest überspringen müssen, beziehungsweise die Low-Quest natürlich nicht. Als erstes will ich mir den Tier kaufen. Das stimmt. So. Einlesen. Machen wir sogar jetzt schon zweimal. Nee, machen wir nicht. Erstmal kurz Waffenladen hier gucken. Naja, gut. Okay, gut. Wir fangen jetzt mit den Quest hier. So. Ich weiß nicht, ich glaube die 30 Sekunden Quest werde ich nicht überspringen. Wir können mal kurz gucken, wie es hier mit den Ehrenhalle schon aussieht. Ich bin der 3531. Okay. Und mal schauen, welches Level ist schon der Level... Oh, der Rang 1 ist Level 15. Ich weiß nicht, ob wir jetzt 300 Alu schaffen, auch auf Level 15 zu kommen vielleicht. Ja, es hängt ja auch noch von Ehre. Aber auf jeden Fall Level 15, okay. Ein Kundschafter, wie es aussieht. Was haben wir nachher hier? Auch ein Kundi. Ja. Ja. Also sehr viele Kundis, wie es aussieht. Ein kleinen Magier, Krieger haben wir hier auch. Also alle auf jeden Fall schon Pilzer. Den Super Duper Trank haben wir auch, haben die auch, okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles aufnehmen werde. Oder? Ich will nämlich keine schlechten machen, aber ich muss die eigentlich überspringen, sonst verliere ich zu viel Zeit. Ja, muss ich gleich gucken. Ich nehme den hier. Okay, die eine Minute und so weiter mache ich auf jeden Fall jetzt im Moment nicht. Ein Biss. Moment, da machen wir kurz hier das hier, weil ich noch nicht so gut mit den
wie heißt das, Sachen hier mich auskenne mit Attributen und so weiter. Wie gesagt, ich bin kein Neuling, aber ich habe das lange Zeit nicht gespielt und darum will ich hier erstmal loslegen. Und weißt du was, wir kaufen den nochmal, weil ich gerade Bock dazu habe. So, Post. Ja, wir können ja eine Arena. Nein, machen wir nicht, oder? Doch, machen wir, oder? Nein. Okay, dann doch nicht. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße, dass ich so spät angefangen habe. Wie spät haben wir jetzt? Wir haben 3... Ja, okay, wir haben 28 Minuten. Das Problem ist, ich will ja natürlich jetzt keine lange Folgen machen, ne? Aber ich weiß, was ich jetzt machen kann. Gleich erstmal eine neue Taverne-Quest annehmen, das stimmt. Das stimmt. Was habe ich hier? Bam. Dann nehmen wir das hier. Ich würde gerne jetzt noch in eine Gilde reinkommen. Das ist natürlich, das wäre dann richtig genial, noch mehr eine Gilde. Ja, okay, die ersten, haben die überhaupt eine Gilde? Ja, die haben eine Gilde. Ja, das ist jetzt natürlich ziemlich schwer, ohne Gilde zu sein, wegen den Prozenten und so weiter. Ich kann sich noch gerne melden. Ja. Also ich guck mal noch mit der Gilde. Was haben wir hier? 14, 13, 13, 12 und so weiter und so fort. Okay. Ich muss jetzt noch auf die Zeit achten. Ich muss kurz gucken, wie viel ich schon aufgenommen habe, weil ich will nicht tausende Werbung, tausend Dings machen. Aber wir gucken erst mal ein Video an, oder? Eine Minute Video. Sieh dir das Video an und verdiene einen Mushroom. Kann man das auch spulen? Nee, kann man das irgendwie wegmachen? Auch nicht. Man kann nicht mal weiterspielen. Scheiße. Ja. Was hab ich hier? Nee, ich mache jetzt zu. Ich habe eh genug Mushrooms. So, bin ich jetzt Level 2 geworden? Boah, warum will ich immer auf den Taverne-Typen nachklicken? Was habe ich hier? Ui, das ist gut. Das ist gut. Komm, wir machen überspringen jetzt. Wir machen jetzt auf die Schnelle, weil ich will 300 Alu schaffen. Ich will auf jeden Fall das erste Mal sofort 300 Alu machen. Oder soll ich die zweite Folge mit 300 Alu machen? Ich weiß nicht, also... Nee, ich will... keine Zeit verlieren. So, ich will jetzt keine Zeit verlieren, also überspringen wir jetzt. Wir haben, müssen dann 30 Pilze verkacken, glaube ich mal. Oder? Ja. So, erstmal das hier anziehen. Was haben wir hier? Schaden, Ausdauer, Kacke da, bla bla bla. Erstmal das verkaufen hier. So, da werden 300 Alu müssen heute drin sein. Auf jeden Fall. Wie ein Pull müssen die heute drin sein. 600? 600? Hallo? 600? Hier. Ah, 600. Ich scheiße jetzt erstmal auf die Sachen. Ich will jetzt nur meine 300 Alu verballern. Die Zeit im Moment mir eh scheißegal ist. Boah, meine Maus. So, 170. Ja, komm. Ich habe jetzt keinen Bock. Hätte ich jetzt ganz normal angefangen, müsste ich nicht jetzt 300 Alu machen. Ich glaube, wir werden richtig viel Kohle, beziehungsweise richtig viele Sachen jetzt dadurch verkacken. Also Sachen mit Pilzen mache ich, meine ich natürlich. Aber naja. Ich meine, ich habe Geld, ne, Leute? Ich habe Style und das Geld. Nein, Spaß. Also ich habe Geld auf jeden Fall. Style weiß ich nicht. Kann ich nicht selber beurteilen. Aber ich meine, ein Zehner für ein gutes Video würde ich ausgeben. Auf jeden Fall. So, was habe ich hier? Ich habe da gerade eine Waffe gesehen. Ist mir scheißegal im Moment. Jawohl. Erfahrung aktiviert. Und welche Stufe kommen wir noch? Welche Stufe kommen wir? Komm, eine Idee, mach. Ich habe gerade auf Abbrechen gemacht. Nein. Mein fucking Ernst. Egal. Ja, ich muss was einkaufen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich vielleicht sogar nicht schaffen werde. Dann blättern wir kurz weiter. Was habe ich hier? Rüstung, Intelligenz, Rüstung, Ausdauer. Dann kaufen wir uns das hier. Dann kaufen wir uns das hier. Dann kaufen wir uns das hier. Und das hier. Und. Wir scheißen, wie gesagt, ich scheiß erstmal auf die ganze Kacke hier. Also auf Attribute. Ich will erstmal kaufen, ein bisschen kaufen und das war's. Das nehmen wir sogar auch. Komm, mal den nehmen. Oh, okay. Dann machen wir weiter. So. Also ich gehe jetzt nur auf Erfahrung. Moment, mache ich nicht auf die
ne? Auf Geld aus. Erstmal neue Erfahrung. Mal schauen, wie viel ich sofort. Ich glaube 100 Pilze werde ich sofort verballern. Wie es aussieht. Okay, für Blättern würde ich jetzt natürlich nicht übertreiben. Überspringen, mach jetzt! Boah, ich stehe gerade unter Stress. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen von der Arbeit. Ich hatte ziemlich Spätschicht. Bis 10 Uhr, danach war ich noch ein bisschen am Quatschen und so weiter und so fort. Und habe ein bisschen gefallen, dass ich aber kein Video aufnehmen wollte. Und sofort mit Tag 1 mit dabei sein werde. Ich werde das Video morgen hochladen. Was wird, so für euch natürlich, ne? Werde ich das halt morgen hochladen. Und, ja, mehr nicht. Ne? Halt morgen hochladen. Und ich werde, glaube ich, jeden zweiten Tag oder vielleicht, ich versuche sogar jeden Tag ein Video zu machen. Ich hoffe, ich kann es schaffen. Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe es natürlich. Ja, jeden Tag ein Video wird natürlich ein bisschen kritisch, aber wir probieren es mal. Wir haben jetzt Weihnachten bei uns im Geschäft, läuft gerade hier die Party ab. Geht die Party ab, meine ich. Und ich weiß nicht, also muss ich ja ausprobieren, auf jeden Fall jeden Tag ein Video zu machen. Und ich muss gucken, wie das überhaupt bei euch ankommt. Wenn ihr Lust habt, ne, dass ich jeden Tag Videos hochlade, dann natürlich mir ein Zeichen geben in Form eines Daumen nach oben oder sowas in der Art. Wir spielen jetzt 34, das heißt, ich habe schon genug aufgenommen eigentlich. Wir machen, glaube ich, hier die 100 Alu zu Ende. Und ich mache nachher die Scheiße offline, also offscreen, meine ich. Mache ich nachher die 300 Alu zu Ende. 1000 Erfahrung, das ist nicht schlecht. Mal schauen, wie viel ich dann wechsle, ich dann morgen bin. Vielleicht mache ich ja sofort jetzt nach 12 noch eine Folge, damit ich schon zwei im Vorrat habe. Ne? Und damit ich dann auch keine Probleme habe. So, das ist schon tausendmal besser. Machen wir auch sogar. Hier machen wir hier ein bisschen Intelligenz reinhauen. Bis ein Gold. Ja. Bis 1,50 machen, oder? Jawohl, hat ja auch perfekt so gepasst. Boah, wie viele Videos denn noch? Ich kann jetzt im Moment nicht. Aber bald. Ich werde auf jeden Fall noch durch Videos Pilze machen und so weiter und so fort, weil so viel kann ich jetzt auch nicht rein. Ich habe so ungefähr gedacht, 50 Euro pro Monat vielleicht. Oder vielleicht auch etwas mehr. Muss ich gucken, weil ich sehe gerade, die Pilze gehen richtig weg. Wie es aussieht. So. Was haben wir hier? Bam, bam, bam. So richtig unnötige Quests. Machen wir hier ein bisschen trinken. Trinken dann wieder ein bisschen. Wir trinken ein bisschen. Was haben wir hier? So, das ist jetzt die... Ja komm, ich mache jetzt noch mehr. Ich mache jetzt noch mehr. Also wie gesagt, neues Projekt, Shakes and Fidget. Ich hoffe, das kommt bei euch gut an. Ich meine, LOL und Metin. Bei mir ist ja Metin perfekto angekommen. Leider habe ich jetzt das Problem, die Mädchen gucken kein LOL-Videos. Und die LOL gucken kein Mädchen-Videos. Und ich habe eine richtige Arschkarte, was meine Aufrufeanzahl angeht. Weil ich ziemlich an meinen Aufrufezahl jetzt leide. Also ich habe jetzt Videos seit 5 Tagen online. Beziehungsweise wenn ihr das Video seht, seit 6 Tagen online, das hat nur 80 Aufrufe. Und wenn man mit anderen Videos vergleicht, wo ich, sag ich mal, 1000 Aufrufe habe. Okay, mein erstes Video hat jetzt über 1200 Aufrufe. Also habe ich ja sozusagen geknackt. Die 1200 Aufrufe. Bin ich, ja, freue mich. Ja, ein Video, das über 2000 Aufrufe hat, über 1000 Aufrufe hat, ist natürlich stolz machend. Aber ich wundere mich, warum die jetzigen LOL-Videos nicht so gut bei euch ankommen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt's an mir, vielleicht liegt's an meinen Spielweise, ich weiß nicht, vielleicht, naja, guckt's euch an und sagt mir einfach eure Meinung. Boah, ich bin jetzt schon Level 9, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und wir können ja gleich mal kurz Arena machen, zum Schluss. Boah, ich bin Level 10, yo, läuft. Läuft. Also auf jeden Fall, oh, das war knapp gerade. Aufholjagd, würde ich mal sagen. Kurz würfeln, bam bam bam. Bam 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 bam. Was ist das hier? Gut. Zauberladen, kurz würfeln. Ich kaufe jetzt alle, ist mir egal im Moment, ne? Ich kaufe die einfach nur. Ja, okay. Noch nicht.
Noch nicht Ausdauerintelligenz hau ich auch jetzt rein. Wo muss es hin? Da. So. Warte mal kurz. So. Ich musste gerade kurz weg. So, was habe ich hier? Intelligenz, bla 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 bla. Hau ich auch hier rein. So, Rest hier verkaufen, was wir nicht brauchen. Wir machen noch kurz zu Ende hier weiter. Und dann werde ich noch ein Arena machen. Vielleicht auch zwei. Ich weiß nicht. Und ich schau mal weiter. Wie viel kann ich noch? Okay, ich habe noch drei Stück, das ich trinken kann. Das Video geht mir schon zu lange. Nein! Also ich bin hier schon, glaube ich, über 10 Minuten vielleicht oder über 18 Minuten oder ich muss mir auf jeden Fall einen Timer hinlegen. Eine Stoppuhr am besten. Machen wir das hier. Eine Stoppuhr am besten. Ich werde, glaube ich, das Video hier sofort hochladen, weil das ist nicht so viel Platz einnehmend. Boah, die Videos hier, fuck mich ab. Das fuck mich ab. Also wir haben hier schon 515 Pilze weg. Und wenn ich mich nicht irre, wir bekommen 50 Pilze, wenn man bei den Tieren macht. 15. Also entweder 50 oder 15 habe ich noch im Kopf. Und muss ich nachher auch machen, dann habe ich noch mehr. Und dann kann ich in Ruhe weitermachen. So, Stufe 11. Wir haben unsere 300 Alu schon fast fertig. Okay, gut. Okay. So, hier 500. Ja, wir nehmen den hier. Was zu Ende machen. Die Gegner werden auf jeden Fall jetzt schwieriger. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich irgendwie nicht abkacke oder sowas in der Art. Weiter trinken. Trinken bis zum geht nicht mehr. So, ich habe noch 80 Alu. Oh, noch ein Schlüssel. Katakomben-Schlüssel. Dude. Dude. Wo muss ich in den Dungeons, ne? Da muss ich trotzdem. Okay. Gut. Wer ist der andere Dungeon nochmal? Die Minen von Gloria. Die Minen von Gloria. Haben wir hier Katakombenschlüssel? Nö. Dann scheiße ich auf die Katakombenschlüssel und nehme ich hier mit 1,3k Erfahrungspunkte. Kacke da. So. Wir machen jetzt ein bisschen 50 Alu und danach mache ich offscreen den restlichen, das restliche Alu. Ich habe schon 58. Komm, irgendwas mit 10 Minuten. Ja, komm. So, jetzt kurz die Arena machen. Diese Arena machen, nochmal würfeln. Oh, das ist Intelligenz. Trunk, Trunk und Ausdauer, Trunk. So, verkaufen, anziehen, verkaufen, verkaufen. So, dann können wir das hier wegmachen. Das hier, das hier. Vielleicht kriege ich ja noch den super duper Trank noch dazu. Ich weiß ja nicht. Wie viel haben wir noch? Okay. So, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Einmal Würfel bitte. Brauche ich. Brauche ich nicht. Pilze sind mir im Moment ein bisschen wertvoll. Zauberladen, was haben wir hier? Ich würfel nochmal. Intelligenz, Drunk. Bisschen was anderes können. Intelligenz, Glück. Oh, jawohl. Das wollte ich. Genau das wollte ich. Intelligenz und jawohl, perfekto. Dann Glückstrank können wir verkaufen. Hier, was haben wir? Ausdauer, bla 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 bla. Okay, gut. Weg damit und weg damit. Jetzt die Arena. Soll ich mal kurz erst in meine Ehrenhalle? Ich bin jetzt bei 1500. Okay, dann suchen wir uns mal einen etwas höheren. Was haben wir hier? Dann gehen wir mal noch höher. Noch höher! So ein 7. Stimmt, ich kann ja noch ein bisschen skillen. Wir gehen auf Intelligenz. Ein bisschen. Und Ausdauer. Ausdauer, Intelligenz, Ausdauer, Intelligenz. So, das war's. Arena. Ehrenhalle meine ich natürlich. Etwas höher, dann gehen wir auf Rang 100, nein, 1000. Was haben wir hier? Hier ein 7 Leveler. Ob wir den schaffen, das ist jetzt natürlich eine Frage. Und wir schaffen locker easy. Okay, Ehre gewonnen. Schaffen wir dann auch einen noch höheren. Moment, Ehrenhalle, dann gehen wir auf 1000, nee, auf 8,
Nö, auf 600. Ein neuen Level 9er mit OP dran. Die Frage, ob wir den schaffen. Ich probiere mal. Mal schauen, ob ich den schaffe. Ich schaffe den locker easy. 145 Ehre. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter. Auf, sag ich mal, 500. Und greifen mal einen... gibt es hier nur 12 und so weiter? Oder was? Oder was? Oder was? Und wir machen auf einen 10er. Der hat auch einen OP-Dings. Mal schauen, ob ich den schaffe. Geht knapp, oder? Der macht mehr Damage. Okay, der macht Damage. Das ist... wenn ich keinen Crit lande, dann... okay. Okay, gut. So, das war's heute mit der Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, neue Projekte, ne? Und so weiter und so fort. Freut euch schon auf Shakes and Fidget. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!